Du hast alles mitbekommen im Außen, du konntest aber keine Signale geben. Genau, das war ein schreckliches Gefühl. Ich war wie gefangen in meinem Körper. Dein Gehirn, habe ich das eben richtig gesagt, sendet keine Signale mehr an den Körper. Ich frage nicht mehr nach dem Warum, sondern nach dem Wozu. Good Energy Talk mit Daniel Aminati. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Good Energy Talks. Ja, heute mit einem Gast, der wirklich ein leuchtendes Vorbild ist. Er ist ein Mann, der beweist, dass egal wie ausweglos, wie dramatisch die Situation auch ist, es trotzdem immer Sinn ergibt, zu hoffen, zu kämpfen, zu dienen. Was ist passiert? Felix ist 28 Jahre und ein erfolgreicher Unternehmer aus Frankfurt. Mit ein paar Freunden beschließt er, nach Singapur zu reisen, und zwar in den Urlaub. An einem herrlichen Sommertag gehen sie tauchen. Felix beschließt, früher aufzutauchen. Der Tauchlehrer wies ihm aber keinen Tauchbuddy zu, wie es normalerweise üblich ist. Als seine Freunde auftauchen, liegt Felix reglos im Wasser. Er kann sich an nichts mehr erinnern. Er liegt 6 Wochen im Koma. Und die Chancen, dass er diesen Tauchunfall überlebt, sind nicht gut. Es hieße, wenn er überlebt, dass er seine Familie wohl nicht wiedererkennen würde. Er hat überlebt, aber sein Gehirn sendet keine Signale mehr an den Körper. Er kann seitdem nicht mehr gehen. Er ist an den Rollstuhl gefesselt. Er musste sogar das Sprechen komplett neu erlernen. Warum er heute sagt, dass seine Situation ein Geschenk Gottes ist und wie er es schafft, mit seinem Schicksal tausende bedürftige Kinder zu ernähren, das erzählt er uns jetzt. Herzlich willkommen, Felix Zech. Danke sehr, Daniel. Heute bist du 33 Jahre. Vor 5 Jahren. 32 Jahre. Du bist 32, habe ich dich schon wieder älter gemacht. Genau. Du bist 32, verzeih. Im Mai kommt erst die Schnapszahl. Okay. Du hast den Unfall demnach dann vor 4 Jahren gehabt. Was hast du gedacht, als du erfahren hast, was passiert ist? Kann man da überhaupt denken oder ist das dann völlig unreal? Damals konnte ich noch gar nicht so klar denken. Das war eher so ein sehr schleichender Aufwachvorgang. Und ja, also damals habe ich noch so ein bisschen wie in einem Filmriss, so ein bisschen langsam erst bin ich aufgewacht und habe irgendwie mal bewusstere Phasen gehabt, mal wieder nichts mitbekommen. Deswegen habe ich so erst schleichend mitbekommen, was passiert ist. Oder besser gesagt, mein Vater hat mir jeden Morgen im Krankenhaus gesagt, Felix, du hattest einen Tauchunfall, jetzt bist du hier, ich bin dein Papi, alles ist gut und so weiter. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja Mann, ich weiß das doch, ich kann nur nicht sprechen. Und deswegen war ich mir irgendwie meiner Situation bewusst, aber damals konnte ich noch nicht sprechen und irgendwie die Ärzte wussten auch nicht, wieso ich überhaupt keinen Regungszeichen gemacht habe, also nicht mal mit meinen Augen geblinzelt, um ein Zeichen zu geben, dass ich es verstehe, sodass man zu der Zeit noch gar nicht wusste, was und ob ich was verstehe. Also das heißt, du hast alles mitbekommen im Außen, du konntest aber keine Signale geben. Genau, das war ein schreckliches Gefühl. Ich war wie gefangen in meinem Körper, so ein bisschen wie im Locked-in-Syndrom nennt man das, glaube ich, aber eben doch nicht ganz. Und dann kurz nach Weihnachten im Jahr meines Unfalls, also Weihnachten 2016, konnte ich noch nicht sprechen und dann erst, ich glaube, am 27., 28. Dezember so rum habe ich dann langsam angefangen zu sprechen und zwar auf einmal kam auch ein ganzer kleiner Satz zustande, nämlich da war meine Mutter und eine gute Freundin zu Besuch und die haben mich aufgeweckt und dann haben sie mir gefragt, wie geht's oder so
Und ich habe irgendwie meine Mutter mit Guten Morgen, Mami begrüßt. Und dann haben sie irgendwie gefragt, brauchst du noch etwas? Und dann habe ich gesagt, wunschlos glücklich. Wow. Das war sozusagen mein erster Satz. Das heißt, von heute auf morgen konntest du zumindest diesen kleinen Satz von dir geben. Genau. Vorher warst du die ganze Zeit, wie du eben schon sagtest, wie ein Gefangener in deinem Körper. Ja. Hast du sowas empfunden wie Wut, weil du nichts nach außen bringen konntest, dass man sagt, hört mich doch endlich mal, das kann doch nicht wahr sein. Oder ist das Wut oder ist es Angst? Oder ist es beides? Oder wechselt das? Wenn du so, das war wenn du so weder noch. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch gar nicht so reflektieren können. Ich weiß auch nicht, also ich habe gar nicht gedacht, jetzt fange ich mal wieder an zu reden, sondern das kam einfach von heute auf morgen, hat es irgendwie Klick gemacht, einen Schalter umgelegt und ich konnte wieder sprechen, so gewiss. Im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich ein Gott sei Dank, es geht wieder. Ja, wirklich, Gott sei Dank. Da ist Hoffnung, da ist Licht am Ende des Tunnels. Kannst du dich eigentlich an irgendetwas erinnern, was den Unfallhergang angeht? Nein, überhaupt an nichts. Also ich kann mich noch an den Morgen selber erinnern, als wir das Tauchboot bestiegen, aber dann der Rest weiß ich alles nur noch von Erzählungen und wie gesagt, dann habe ich die 3 Wochen Singapur-Intensivstation nicht mitbekommen, 2 Wochen Heidelberg, 2 Wochen Frankfurt, auch Intensivstation, da war ich allesamt im künstlichen Koma. Und erst lange bin ich dann in Heidelberg in der Schmiederklinik aufgewacht, wo ich dann zur Reha war. Mhm. Und da musste ich eben alles wieder lernen. Ja. Dein Gehirn, habe ich das eben richtig gesagt, sendet keine Signale mehr an den Körper. Ist das nicht keine, aber also sozusagen, ich kann meine Hände ganz, ganz bisschen bewegen, vor allem meine linke Hand irgendwie, dass ich da irgendwie einen Reiz sende, aber sozusagen nicht so, dass ich sie funktional einsetzen könnte. Ist es zu vergleichen mit einer Querschnittslähmung? Ja, wahrscheinlich schon, also ein bisschen zu vergleichen, aber bei einer Querschnittlähmung ist sozusagen die Verbindung von der Wirbelsäule und dem ganzen Körper abgetrennt. Und bei mir ist es sozusagen alles nur durch den Sauerstoffmangel im Gehirn zustande gekommen. Verstehe. Dass ich da sozusagen mir vielleicht erlernen kann, aber genau, also das, die Hoffnung besteht, aber inzwischen, ich bin eher ein Realist, zwar ein Optimist, aber doch ein Realist, aber trotzdem tiefgläubig, also Wunder sind immer möglich, aber ich rechne jetzt irgendwie nicht mit einer vollständigen, grundlegenden Heilung, aber hoffe natürlich und bete. Ja. Das, was du schon jetzt geleistet hast, das ist ja unglaublich, weil du hast Sprechen komplett von neu anerlernt. Wie lange hast du... Und inzwischen wieder 3 Sprachen. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja unfassbar. Du musst ja einen tierischen Willen haben. Wie lange hat das gedauert, um da zu sein, also, wie jetzt bist, sprachlich? Vor allem erstmal das Sprechen an sich zu lernen. Also ich spreche jetzt immer noch nicht perfekt, sondern ich habe noch immer relativ viel unnatürliche Sprechpausen. Aber sozusagen das Sprechen an sich war die größte Arbeit und ich hatte in Heidelberg in der Reha intensiv mit meiner Logopädin trainiert. Und ja, bis zu dem Punkt, als ich im Sommer, im Jahr nach meinem Unfall, im Juli 2017, an der Hochzeit meiner Schwester, dann tatsächlich wieder
vor dem ganzen Gästepublikum eine Rede auf das Brautpaar gehalten habe. Ja, da kommen wir jetzt. Also ich meine, ich bin nicht da gewesen, ne? Aber das berührt mich sehr. Das berührt mich sehr. Und ich glaube, das ist das schönste Geschenk gewesen, was du deiner Schwester hättest machen können. Das hat sie auch gesagt. Unglaublich. Wie sieht ein Alltag bei dir aus, Felix? Also der Alltag sieht ganz unterschiedlich aus. An 3 bis 4 Tagen habe ich Physiotherapie. Also dienstags und mittwochs bin ich immer in einem Therapiezentrum. Jetzt heute am frühen Nachmittag werde ich eine Physiotherapeutin haben, die zu mir nach Hause kommt. Und Corona geschuldet jetzt nicht mehr der Fall, weil mein Physiotherapeut irgendwie zu viel arbeitet und irgendwie mal selber eine Pause braucht. Und ja, sonst habe ich jetzt am Nachmittag noch meinen Seelsorger, der alle 4 Wochen zu mir kommt. Der ist zeitgleich als mein Seelsorger, also katholischer Priester, aber auch einer meiner ältesten Freunde. Wir sind früher um die Häuser gezogen, ehe er Priester wurde. Also wir sind gleichen Alters und noch Freunde. Und eben zusätzlich ist es jetzt das Schöne, dass er eben nicht nur Freund, sondern auch mein Seelsorger ist. Darf ich ganz kurz fragen, worüber ihr sprecht? Also es ist tatsächlich über Gott und die Welt. Über Gott und die Welt, alles möglich, ja? Ja, also zum Teil über Glaubensfragen und irgendwie, ich bin auch kritisch, also wir sind auch nicht immer einer Meinung, aber das ist ja auch das Schöne, wenn man gute Freunde ist, dann kann man ja auch sozusagen, we can agree to disagree. Genau, dafür seid ihr Freunde, genau. Genau, aber das ist einfach schön, dass ich ihn jetzt immerhin alle 4 Wochen im Rahmen des Treffens sehe und ich würde sagen, 3/4 des Gesprächs ist seelsorgerlich und theologisch und 1/4 irgendwie nur unter Freunden quatschen. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass diese Situation, in der du jetzt bist, du es auch irgendwo so ansiehst, als wäre es ein Geschenk Gottes. Gebe ich das richtig wieder? Und wenn ja, kannst du das erklären? Also zumindest, dass ich am Leben bin, sehe ich klar als Geschenk Gottes. Jetzt muss ich einfach sehen und versuchen, wie ich das sozusagen richtig nutze, sozusagen. Ich frage nicht mehr nach dem Warum, sondern nach dem Wozu. Mhm. Und spätestens seit letztem Dezember hat sich, glaube ich, die Frage nach dem Wozu zumindest teilweise selber beantwortet, wo ich mit meiner Charity-Aktion Felix Runs for Mary's Meals hatte ich als Ziel, 500 Kinder ein Jahr lang eine Schulmahlzeit zu ermöglichen und rausgekommen sind mehr als 7.700 Kinder. Wieder unglaublich. Jetzt müssen wir natürlich erklären, was ist Mary's Meals? Du hast vor deinem Unfall dieser Institution schon geholfen, damals glaube ich mit finanzieller Unterstützung. Genau. Mit meiner Jahresspende für Mary's Meals eben immer an Weihnachten oder um Weihnachten rum. Das heißt, du und seit dem Unfall bin ich jetzt auch in einer Frankfurter Gruppe von Ehrenamtlichen für Mary's Meals aktiv. Und jetzt habe ich eben im Dezember diese Aktion gemacht. Das heißt, eigentlich war ursprünglich geplant, dass du 9.000 Euro
erläufst, das musst du gleich erklären. Und zustande gekommen sind dann aber nicht 9.000 Euro, sondern über 140.000 Euro. Also eine unglaubliche Leistung und eine wahnsinnige Hilfsbereitschaft durch dich. Wie hast du die Aktion gemeistert? Also tatsächlich, die Idee der Aktion war, dass ich eben in meinem Gangtrainer im Therapiezentrum Neuron in Egelsbach sozusagen laufe. Da werde ich in einen Gangtrainer eingespannt. Ich habe einen Beingurt wie beim Klettern so ungefähr und der zieht mich hoch und dann werde ich sozusagen von dem Gangtrainer gegangen. Also ich kann ja nicht selber laufen, aber die Maschine läuft mit mir und ich habe einen Spiegel vor mir, einen körpergroßen Spiegel und versuche einfach in einer aufrechten Position zu bleiben und irgendwie mich trotzdem aufs Laufen zu konzentrieren. Das heißt, dass ich sozusagen nicht pro Schritt oder Meter das Ziel erlaufen habe, sondern einfach durch diese Aktion meine Freunde, Bekannte und Fremde dazu motiviert und animiert habe, für Mary's Meals, für mein Projekt zu spenden. Großartig. Was genau ist Mary's Meals? Mary's Meals ist eine Wohltätigkeitsorganisation von einem Schotten, Magnus McFarlane Barrow, gegründet. Und die ist in 19 der ärmsten Länder der Welt aktiv, vor allem Afrika, dann auch Haiti und ein bisschen Osteuropa. Und die Idee des Ganzen ist, Kindern eine tägliche warme Schulmahlzeit zu ermöglichen. Also das heißt, Mary's Meals ist aktiv in Schulküchen und da kochen Ehrenamtliche den Kindern ein Essen in der Schule. Und die Idee des Ganzen ist, dass die Kinder statt irgendwie auf Feldern oder auf der Straße betteln so müssen, in der Schule nicht nur Bildung zu kriegen, sondern das Konzept ist Nahrung plus Bildung gleich Hoffnung. Mhm. Super und Konzept. Ich muss gestehen, ich habe von Mary's Meals. In Deutschland braucht man nur 18,30 Euro, um ein Kind ein Schuljahr lang zu ernähren. Ich habe von Mary's Meals noch nie gehört, deswegen freue ich mich besonders, dass wir heute die Möglichkeit haben, über dich das noch ein bisschen breiter zu streuen. Hast du eine neue Aktion geplant? Nicht direkt von meiner Aktion, aber sozusagen von Juni, Juli, August wird die neue Aktion starten, nämlich Move for Meals. Da laufen, radeln, schwimmen oder was auch immer Leute. Und da kann man sich eben auf der Webseite registrieren und dann entweder sich selbst sponsern oder einen Sponsor suchen. Man kann auch das Ganze in Firmen oder Schulklassen gemeinsam sozusagen als Gruppenchallenge eingehen und genau. Werde ich auf jeden Fall mitmachen. Ja, das wäre schön. Jetzt auf jeden Fall schon. Wenn du da mitmachen könntest. Handschlag mache ich auf jeden Fall. Das auch verbreiten. Hundertprozentig. Mal schauen, wenn wir dann noch so alles mobilisieren können, um auf diese Aktion aufmerksam zu machen. Aber ich glaube, da fällt uns was ein. Auf jeden Vielleicht Fall. Kannst du ja tanzen, obwohl man beim Tanzen nicht direkt. Doch, da macht man ja auch Schritte. Da machst du ein paar Schritte, aber wir wollen ja ein paar Schritte mehr machen. Deswegen würde ich wahrscheinlich mir die Laufschuhe anziehen oder, keine Ahnung, vielleicht eine Runde schwimmen. Aber irgendwas wird uns da schon einfallen. Ja. Das ist so wunderbar, dass du Kindern da solche Unterstützung zuteilwerden lässt. Woher ziehst du deine Kraft? Ja, die Frage wird mir viel gestellt. Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht genau. Also bestimmt aus meinem Glauben,
Aber um ehrlich zu sein, muss ich zugeben, im Moment habe ich so ein bisschen eine schwere Phase, wo mir Beten schwerfällt. Trotzdem bemühe ich mich, täglich wirklich zu beten und irgendwie im Dialog zu bleiben. Aber ja, Glauben ist irgendwie was Schwieriges und man muss sich bemühen, dran zu bleiben. Und ich weiß hundertprozentig, dass es einen Gott gibt und ich glaube auch dran, nur gibt es eben Phasen, in denen man sozusagen das stärker spürt und irgendwie mehr passioniert dabei ist und wo es einfach ein Tal ist. Kannst du gerade erklären, warum es dir gerade in diesem Moment schwerfällt? Ich meine, das Leben ist eine Wellenbewegung. Es ist selten, dass es immer nur bergauf geht. Warum fällt es jetzt gerade schwer? Dafür habe ich eigentlich keine Erklärung. Also bestimmt ist Teil der Erklärung irgendwie, dass ich nach diesem sensationellen High, nach meiner Aktion irgendwie ein bisschen mehr Lethargie und Lustlosigkeit verspüre. Mhm. Aber ich weiß nicht, so Phasen kommen und gehen und gibt es eigentlich keine eine oder generelle Erklärung dafür. Mhm. Aber du hast ja gerade schon angedeutet, du hast ja schon das nächste High vor Augen. Ich meine, man kann sich natürlich jetzt nicht von Benefizaktion zu Benefizaktion hangeln, in Anführungszeichen. Aber das ist natürlich eine tolle Aussicht, da wieder ganz, ganz vielen Kindern was Gutes zu tun. Liest du? Oder ich lese nicht direkt. Ich höre Hörbücher bei Audible. Ah, kannst du was empfehlen für unsere Community? Irgendwas, was... Also, stärkt, was inspiriert? Also im Moment lese ich Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur. Oh, wow. Das ist ein sehr interessantes Buch von einer deutschen Autorin, deren Name ich im Moment vergessen habe. Macht gar nichts. Und als nächstes möchte ich unbedingt das Buch vom Mary's Meals Gründer Magnus McFarlane Merrow lesen. Das heißt Give. Und ich habe immer zahlreiche Bücher auf meiner Leseliste, deswegen bei mir ist das Problem, dass ich so viel und waldflächig interessiert bin, nur irgendwie begrenzt Zeit habe und vor allem vor dem Einschlafen meine Hörbücher höre und da stelle ich mir schon immer einen Sleeptimer für 20 Minuten und meistens kommt es vor, dass ich irgendwie nach 5 oder weniger Minuten schon einschlafe und dann am nächsten Abend zurückspule, um die Stelle zu finden. Haben wir zwei was gemeinsam, Mama? Ja. Mir geht's genauso. Jetzt würde ich gerne anknüpfen an vergangene Tage, insofern, dass ich mich frage, gibt es irgendwas, was du besonders vermisst aus dem Leben vor dem Unfall? Ja, das Reisen vor allem. Also ich kann zwar noch irgendwie innerdeutsch irgendwie reisen, sozusagen alles, was ich im Auto aus erreichen kann. Fliegen habe ich einmal vor 2 Jahren gemacht im Rahmen einer Pilgerreise nach Lourdes. Und da war das eine schreckliche Erfahrung einfach, weil der Flug so schrecklich unbequem und vor allem schmerzhaft war und irgendwie das Ganze ungeschickt angegangen war. Und deswegen habe ich irgendwie eine Hemmung, in einen Flieger zu steigen. Aber mal schauen, vielleicht gehe ich das irgendwann mal mit Ruhe an.
Ach so, das heißt, weil wenn du reist, dann, gerade die Reise nach Lourdes, man hat dich dort wahrscheinlich einfach in diesen Fliegersitz gesetzt, oder? Genau, da musste ich sozusagen am Ende des Fingers meinen Rollstuhl verlassen und irgendwie da wurde ich sozusagen auf einer Sackkarre ähnliches Gefährt in den Flieger gehievt und sodass man eben durch den engen Gang hindurchfahren kann. Und dann saß ich eben am Fenstersitz. Das heißt, ich musste noch zwei Plätze zur Seite gehievt werden. Und vor allem, da ich meine Arme gar nicht selber abstürzen kann, habe ich an der einen Seite das Fenster gehabt und mit Kissen hat meine Freundin, also eine Freundin von mir, die mich begleitet hat, versucht irgendwie das mit Kissen auszupolstern. Mhm. Und an der anderen Seite hat sie sich einfach mit ihrem ganzen Gewicht dagegen gelehnt, sodass ich irgendwie einigermaßen stabil sitze. Verstehe, ja. Jetzt hast du gerade eine Freundin angesprochen, was wahrscheinlich auch viele interessieren. Ich weiß nicht, ob das zu indiskret ist. Wie sieht es eigentlich mit Nähe aus? Ja. Der körperlichen Nähe. Findet sowas überhaupt noch statt in deinem Leben? Nein. Gar nicht? Gar nicht. Mhm. Wäre das auch ein großer Wunsch von dir? Oder? Ich weiß es nicht genau. Mhm. Also... Mhm. Einerseits habe ich im Moment niemanden in Aussicht sozusagen und andererseits, wenn es da vielleicht jemanden irgendwann gäbe, hätte ich Hemmungen, weil einfach meine Situation so beschwerlich ist und so irrsinnig viele Opfer bringt. Und ja, ich auch ständig Betreuung brauche. Mhm. Und ja, deswegen. Ja. Aber das Tolle ist, du schaffst Highlights und ich glaube, vielleicht können wir da auch gemeinsam das ein oder andere vielleicht noch in die Wege leiten. Ich habe jetzt zum Beispiel so gerade gedacht, Mensch, ich finde, du bist so ein tolles Vorbild und natürlich kann man über diese Online-Kanäle wahnsinnig viel machen, aber ich kann mir auch vorstellen, mit dir vielleicht auch mal die ein oder andere Schule zu besuchen oder vielleicht die ein oder andere Aktion nach außen zu tragen. Insofern, dass wir vielleicht sogar zusammen irgendwie was tun, gemeinsam. Bist du in der Lage, so eine kleine Tour auch zu machen oder bist du von morgens bis abends immer nur daheim? Also wie könnten wir zum Beispiel gemeinsam lostigern und das tun? Also mit Spontanität ist nichts mehr in meinem Leben. Also das muss schon alles sehr sorgfältig und genauestens vorbereitet sein. Und allein um eine zweitägige Übernachtungsreise zu machen, gleicht das eigentlich bei mir von gepäcktechnischen Sachen einer halben Weltreise. Also was da alles mit muss an Lagerungskissen, an Pflegezeug, an Medikamenten, ist schon sehr viel und ist einfach sehr aufwendig. Mhm. Aber rein theoretisch würde es funktionieren. Rein theoretisch. Höre ich daraus. Ja. Na, genau. Von der Kraft her, du sagst, du bist ähnlich wie ich. Ich penne immer ein, bevor ich da so ein Hörbuch abends höre. Nach einer Viertelstunde bin ich schon weg, schon nach 10 Minuten. Wie sieht es denn so mit deiner Power aus? Ja, also generell, meine Familie ist immer überrascht, aber ich war schon immer eher ein Steher und irgendwie so ein Work-Hard-Play-Hard-Typ. Das heißt, wenn ich möchte, dann kann ich auch bis unendlich sozusagen. Aha. Und ja.
Gibt es eigentlich Dinge, die, sagen wir mal, wir haben ja alle so in Anführungszeichen unsere Laster. Gibt es eigentlich Laster, die du hast? Was ich, Alkohol, Süßigkeiten, gibt es irgendwie irgendwas in diese Richtung? Also früher war es tatsächlich ein bisschen der Alkohol, obwohl das haben wir wieder was gemeinsam. Halb scherzhaft, aber zum Beispiel vor 3 Wochenenden war einer meiner besten Freunde zu Besuch und da haben wir zu zweit eine Dreiviertelflasche Whisky leer gemacht. Das laber mich nicht voll, echt geil. Obwohl ich sagen muss, der Freund von mir hat vielleicht 2/3 des Teiles getrunken, aber immerhin habe ich, als er beim letzten Mal sich einschenkte, habe ich gesagt, jetzt schenk mir aber auch bitte ordentlich wie dir ein, sonst trinkst du doch nur meinen kostbaren Whisky alleine. Und dann hat er mir also auch eine Männerportion gemacht. Und ich sag mal so, am nächsten Tag waren wir beide ziemlich verkatert und zu nichts zu gebrauchen. Herrlich. Aber es war irgendwie mal wieder gut. Was wünschst du dir für die Zukunft? Wo siehst du dich in den nächsten 5 Jahren? Ja, das ist ein großes Fragezeichen. Also im Moment, meine Mutter wird im Dezember 70 und mein Vater ist 76. Also die sind beide nicht mehr die Jüngsten. Und insofern ist der Plan irgendwie in den nächsten 3 bis 5 Jahren für mich, wir suchen etwas, wohin ich ziehen kann. Und im Moment haben wir da was in Aussicht in Frankfurt, aber das ist einfach sehr, sehr schwer. Logistisch, Finanzierung ist eine große Frage und insofern sind wir da immer noch im Moment am Suchen, aber da hängt sich mein Vater sehr ran. Der ist mit seinen 76 Jahren Gott sei Dank noch sehr fit und vor allem also körperlich und auch geistig und hängt sich da Tag und Nacht dran. Und meine Mutter managt sozusagen den alltäglichen Wahnsinn und den Haushalt und irgendwie schlägt sich mit den Krankenkassen, Ärzten und Therapeuten rum. Und insofern haben sie da eine ganz gute Arbeitsteilung. Aber genau, also es ist klar, dass das nicht auf immer und ewig so weitergehen kann. Außerdem ist zwar schön, wieder mit meinen Eltern zusammenzuleben und wir verstehen uns irre gut, Gott sei Dank, aber irgendwie ist es ja auch nicht das Normalste, sage ich mal, als Anfang 30-jähriger junger Mann wieder zu Hause bei seinen Eltern zu leben. Ja gut, der ist natürlich auch was widerfahren, was auch nicht jedem widerfährt. Also genau, von daher ist auch nicht das Normalste der Welt. Das ist nicht das Normalste der Welt. Aber weißt du, was ich geil finde? Erstmal finde ich es geil, dass du dir ab und zu mal einen hinter die Binde kippst mit deinen Freunden. Das finde ich mega geil. Und ich finde es geil, dich lachen zu sehen. Ich finde das mega. Also da ist so viel Optimismus auch dabei. Auch wenn du jetzt gerade sagst, ja, ich habe gerade einen Durchhänger. Aber ich glaube, das ist das Normalste der Welt. Ist manchmal scheiße, aber man muss einfach trotzdem das Beste draus machen und ja. Weiter. So gehe ich jeden Tag aufs Neue an. Ich angel mich wirklich von Tag zu Tag und klar mache ich irgendwie so grobe Planung, aber wir haben dieses schöne Büchlein, das wir jeden Abend lesen zusammen und das heißt, ich bin bei dir, da spricht Jesus einen an und dann gibt's immer Bezug zur Heiligen Schrift, also gibt's auch jeden unten am Text 2, 3 Bibelquellen und das ist einfach schön, das gemeinsam mit meinen Eltern am Ende des Tages zu lesen. Und da ist das, was er immer wiederholt,
Man soll jeden Tag aufs Neue angehen, sich keine Sorgen über die Zukunft machen. Er wird es schon richten und alles andere soll er sich kümmern. Okay. Ich bin und es geht ja, erstaunlicherweise ja. Ja. immer auf. Es geht auf, sagst du? Ja. Was meinst du damit, es geht auf? Dass man wirklich jeden Tag, so schwer er manchmal am Morgen auch aussehen mag, dann doch bewältigt. Und ich finde, mein lieber Felix, du meisterst das bravourös. Und wenn ich mir überlege, wie viele tausend Kinder du Gutes getan hast und die nächste Aktion auch schon wieder auf sich wartet mit Mary's Meals, ist das unfassbar. Und ich meine, ich freue mich, das ist dass so du toll. Mary's Meals richtig aussprichst. Ja? Viele sprechen nämlich nur von Mary's Meal. Okay, alles klar. Aber es geht ja um etliche Schulmahlzeiten. So sieht's aus. Und da sollen noch ein paar dazukommen. Genau. Also würde ich mich freuen, wenn ich dich im Sommer unterstützen darf. Wir Gerne. Bleiben im Austausch, wir bleiben in Kontakt, weil ich finde das wahnsinnig spannend und ich hoffe, du schaffst dir wahnsinnig viele Highlights, vielleicht auch außer der Benefiz-Aktion, um nach Möglichkeit ganz, ganz viele schöne Stunden, Momente und Gefühle zu haben. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses... Auch zu großen Teilen meine Pudeldame Paula, die okay. immer an meiner Seite ist, meistens auf meinem Schoß sitzt, jetzt irgendwie auf dem Teppich sich fläzt, aber sie ist immer dabei. Großartig. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch, lieber Felix. Und ich bedanke mich auch bei dir, dann Daniel. Und würde ich sagen, im Sommer legen wir los. Ne? Auf unsere Zusammenarbeit im so Sommer. So machen wir es. Prima. Felix, Dankeschön. Alles Gute danke für dich. Danke dir. Ciao, Daniel. Ihr Lieben, ein großartiger Gast, wie ich finde. Schreibt ihm, kontaktiert ihn. Mary's Meals, ihr habt es jetzt ein paar Mal gehört, unterstützt diese Organisation. Es lohnt sich in jedem Fall. Und wir hören uns und sehen uns dann in Balde wieder. Und dann würde ich sagen, wieder mit guter Energie. Denn don't forget, it's all about good!